Hey und herzlich willkommen zu Buchhalter Omi, wo Buchhaltung zum Kinderspiel wird. In diesem Video besprechen wir das Thema Einzelunternehmen. In diesem Video erfährst du Folgendes. Was ist ein Einzelunternehmen? Vor- und Nachteile wie auch die Eigenschaften, die Gründungsbuchung und der Erwerb eines Einzelunternehmens. Was ist ein Einzelunternehmen? Einzelunternehmen ist die häufigste gewählte Rechtsform. Der Unternehmer in einem Einzelunternehmen trägt allein die volle Verantwortung. Ein Einzelunternehmen wird von einer Einzelperson gegründet und geführt. Und es können beliebig viele Mitarbeiter beschäftigt werden. Die Vorteile: Es ist kein Mindestkapital vorgeschrieben. Dem Einzelunternehmer steht der gesamte Unternehmensgewinn zu. Vereinfachte Buchführung und auch Pauschalsystem möglich. Der Unternehmer hat eine uneingeschränkte Entscheidungsfreiheit. Es ist für kleine und mittlere Unternehmen des Handwerks und Handels geeignet. Es ist eine kostengünstige und schlagkräftige Verwaltung möglich. Die Gründung ist einfach und die Gründungsformalitäten wie auch Gründungskosten sind gering. Die Nachteile: Der Unternehmer trägt die alleinige Last der Finanzierung und als Einzelperson ist er nur beschränkt kreditwürdig. Für den Unternehmer gibt es keine längeren Urlaube, er hat viel Stress und könnte überlastet sein, wie auch keine Möglichkeit der Arbeitsteilung und Spezialisierung. Er haftet unbeschränkt. Und bei einem Verlust haftet er mit seinem ganzen Besitz. Die Eigenschaften: Bezüglich Firmenname muss der Nachname und Vorname des Unternehmers in der Bezeichnung vorkommen. Wie bereits erwähnt, gilt die unbeschränkte Haftung. Angesichts der Buchführung kann man die doppelte wie auch die vereinfachte Buchführung benutzen. Hinsichtlich der Steuern muss man die IRPEF wie auch die IRAP zahlen. Die Gründungsspesen sind sehr gering. Ein Honorar für den Wirtschaftsberater wird nur für die Beratung und für verschiedene Anmeldungen benötigt. Bezüglich die Gründungsspesen bei einem Familienbetrieb ist eine notarielle Urkunde erforderlich. Nun zur Gründungsbuchung. Hier kannst du den Herrn Meier sehen, der gerne ein Einzelunternehmen gründen möchte. In das Unternehmen würde er Bargeld im Wert von 20.000 Euro, Fuhrpark im Wert von 45.000 Euro, ein Gebäude im Wert von 25.000 Euro und Einrichtung im Wert von 10.000 Euro einbringen. Dies ergibt ein Startkapital von 100.000 Euro. Aber wie verbucht man diesen Schritt? Als erstes zeichnen wir die T-Konten auf. Das Vermögen, das Herr Meier in seinem Unternehmen einbringt, sind alles aktive Bestandkonten. Das heißt, die Konten nehmen in der Sollseite zu. Hingegen das Konto Startkapital, besser gesagt Eigenkapital, ist ein passives Bestandkonto und nimmt in der Habenseite zu. Das gleiche passiert im Journal.
Jetzt gelangen wir zum letzten Punkt dieses Videos, den Erwerb eines Unternehmens. Frau Haller übernimmt das Unternehmen von Frau Morendel. Die Vermögens- und Schuldanteile des Unternehmens von Frau Morendel umfassen eine EDV-Anlage im Wert von 15.000 Euro, Fuhrpark im Wert von 45.000 Euro, ein Gebäude im Wert von 30.000 Euro und Lieferantenverbindlichkeiten im Wert von 20.000 Euro. Daraus folgt ein Substanzwert von 70.000 Euro. Frau Morendel verlangt für ihr Unternehmen einen Preis von 150.000 Euro, da auch der Kundenstock wie Mitarbeiter mit übergeben werden. Da ein bereits bestehendes Unternehmen erworben wird, ergibt sich meistens auch ein Firmenwert, der aus der Differenz zwischen Kaufpreis und Substanzwert besteht. Das bedeutet in unserem Beispiel, dass sich ein Firmenwert von 80.000 Euro ergibt. Nun tritt wieder die Frage auf, wie verbucht man das? Auch hier sind die Vermögensanteile, das heißt EDV-Anlage, Gebäude, Einrichtung, Fuhrpark und Firmenwert, aktive Bestandskonten und nehmen im Soll zu. Hingegen die Lieferantenverbindlichkeiten, die Verbindlichkeit dem Verkäufer gegenüber, also der Kaufpreis laut Vertrag, sind passive Bestandskonten und nehmen im Haben zu. Und auch hier muss es wieder im Journal verbucht werden. Vergiss nie, die richtige Verbuchung im Soll und im Habe ist wichtig. Das war's von mir. Tschüss und bis zum nächsten Mal, die Buchhalter-Omi.